In den letzten Tagen war es warm, es war kalt, es ist wieder normal warmes Wasser und das macht natürlich das Angeln am Kupfersee immer ein bisschen tricky. Nichtsdestotrotz läuft doch immer wieder auch der ein oder andere Köder schön konstant. Ja, es sieht an für sich ganz gut aus am Kupfersee. Mal wieder hier unterwegs. Und es ist gerade wieder normales Wetter, also normale Wassertemperatur. Zuletzt war es ja noch warm, dann kam auf einmal ein paar Tage Kaltphase übers Wochenende und jetzt haben wir wieder normale Wassertemperatur und es läuft tatsächlich ganz gut. Und hier die Stelle lief ja schon oder läuft ja eigentlich immer wieder ganz gut. Die Stelle hat auch bei den verschiedenen Temperaturen an für sich ganz gut abgeliefert und deswegen muss man die Stelle ja auch mal testen mit ein bisschen übertrieben dicken Boilies, beziehungsweise wenn man die dicken Boilies und sowas alles noch nicht kann und wenn man vielleicht noch gar nicht so weit ist, dass man hier die dicken Montagen verwenden kann, dann kann man hier auch ganz simpel, ganz einfach nur mit einem Tauwurm stehen und selbst das funktioniert. Also eine Stelle von Anfänger, Basic bis fortgeschritten Endgame, bis man eben dann versucht, hier auch die Trophies zu fangen. Und ja, es gehen auch Trophies rein. Giebel-Trophy ist schon dabei, F1 natürlich auch schon mit dabei. Und man sieht hier unten, das ist alles eher so in Richtung Tauwurm gewesen, der Nightcrawler. Und natürlich gehen auch mal so ein paar kleine Barben mit rein oder sowas, aber Tauwurm funktioniert durchaus, kann man sich einfach hinstellen, sogar ohne Futtermische. Wenn man dann allerdings doch ein bisschen die dickeren Brocken haben will, dann vielleicht doch eher mit Pop-Up-Rig. Wir gucken uns gleich das Setup natürlich nochmal an. Und dann natürlich auch gerne mit etwas dickeren Boilies reingehen, denn dann können auch mal deutlich dickere Karpfen hier reinballern. Und dann läuft das natürlich doch nochmal deutlich besser. Mit Futtermische, mit allem drum und dran, wie man halt auf Karpfen angelt. Ich verlinke nochmal das Praxistutorial, wie man auf Karpfen angelt. Alle Infos geballt in ungefähr einer Stunde Video. Das ist nicht so ganz wenig, aber es ist ja auch ein komplexes Thema. So, jetzt gucken wir mal. Also, vom Setup. Ich bin hier mit den Fiederruten unterwegs, habe hier jetzt relativ große Boilies. Weil ich ja weiß, dass der Spot läuft, muss ich hier nicht viel rumtesten und mit kleinen Ködern reingehen. Hier geht es jetzt einfach darum, dass hier die dicken Brocken rein. Also ich will jetzt hier im Idealfall noch einen Schuppenkarpfen einfach als Trophy haben. Schuppenkarpfen braucht man auch fürs Fangbuch, daher das Ziel. Hier jetzt gerade in Kombination Snowman Rig mit Tutti Frutti Soluble. Also Snowman Rig ist einmal sinkend als Boilie und einmal aufsteigend. Also Pop-Up und Sinken können wir kombinieren. Richtig, richtig nice. Wie gesagt, hier die Möglichkeit, Tutti Frutti Soluble auflösend, nochmal eine bessere Lockwirkung. Und daneben oder dazu eben noch Tutti Frutti 18. 18er und 20er Boilie-Kombination passt schon ganz gut. Frequenz, ja, geht steil nach unten. Aber es gehen eben dann auch mal durchaus die dickeren Karpfen drauf. Genauso wie hier. Hier ist es jetzt mit der Doppelkette, also zweimal Maiskorn plus Tutti Frutti 18. Auch das hier nochmal eine deutlich größere Köderkombination, anstatt eben die normale, das einzelne Maiskorn, oder es sind ja immer zwei und hier sind es jetzt quasi vier. Statt diese Kombination zu machen, macht man dann eben hier die große und zack, da liefert sie auch schon, damit dann hier eben auch die größeren Brocken reingehen. Setup ist relativ groß zusammengebaut. Ich gucke nochmal gerade. Auf 27er LED-Core. Schlammige Farbe natürlich. Clay, also Lehm als Farbe. Und 27er Vorfach auch. 1er Haken und Gibby. Man könnte jetzt natürlich auch nochmal rangehen und den Haken vergrößern auf vielleicht ein 1-0er. Mache ich noch nicht. Erstmal noch mit dem 1er durchziehen. Aber ansonsten passt das auch so mit der größeren Köderkombi schon mal ganz gut. Gerade wenn man hier eben an so einem Spot ist,
der halt so gut läuft. Und wenn man einfach nur auf Masse aus ist und wenn man einfach nur schön ein bisschen Cash machen will, bisschen auf Speed, pretty simple, ganz einfach, nur Maiskorn, dann den Dip dazu, Futtermische natürlich. Ich habe hier noch eine alte Futtermische vom Günni Gründlich, jawollo. Der hat hier nämlich schön mit Tutti Frutti alles kombiniert. Hier jetzt in dem Fall mal Roggen als Basis. Man kann auch einfach Mais nehmen, ein bisschen was Süßliches. Und dann hier nochmal einen schön geschredderten Boily Soluble. Das ist natürlich auch nochmal richtig gut, damit man nochmal mehr Lockwirkung hat, auch in der Futtermische. Komplett alles auf Tutti Frutti. Das passt schon richtig gut. Ja, und ansonsten gib ihm, ne? Also die Stelle, wer sie noch nicht erkannt hat, da ist er. Ich habe ihn schon gesucht. Die Stelle am Eimer. Der Eimerspot ist es. Der Eimerspot ist es. Das bedeutet, wir sind direkt hier an der Base. Also direkt hier am Anfang auf 8 Meter Entfernung auch noch. Also gar nicht so ganz weit rauswerfen. 8 Meter reicht hier komplett. Diesen Anleger hier, den gibt es ja gar nicht. Also 8 Meter eben hier knapp raus. Das ist auch ziemlich genau an die Kante von den Seerosen. Ja, da vorne sieht man noch ein paar so gerade durchschimmern durch den Nebel. Also schön vor die Seerosen und dann lübt das eigentlich ganz gut. Und ja, dann kann man da schön auf Masse gehen. Es gibt auch schon wieder einige Infos zu Sahne. Auch Sahne soll sehr gut funktionieren. Es gibt verschiedene Spots hier unten, die ganz gut klappen. Ich werde auf jeden Fall nochmal weiter testen, auch hier hinten in diesem Bereich, wo es ein bisschen tiefer vielleicht ist, beziehungsweise wo auch gerne mal die größeren Brocken reingehen. Auch da werde ich jetzt die Tage nochmal weiter testen. Hoffen wir einfach, dass das Wetter mal wieder ein bisschen konstant bleibt. Höhen ein paar Tage, normale Wassertemperatur, das wäre schon mal nicht schlecht. Dann kann man sich nämlich so ein bisschen besser darauf einstellen und ein bisschen besser durchziehen, wenn denn dann mal so ein Spot endlich bekannt ist, wieder der gut läuft. Und dann macht das halt auch Bock und man macht ein bisschen gut Cash. Ja, apropos Cash, wir gucken natürlich nochmal kurz rein ins Café, beziehungsweise in den Shop, beziehungsweise hier in den Fischmarkt. Ja, das ist doch schon mal nicht schlecht. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Den verkaufen wir direkt hier mit 40. Die Schleie war nicht dabei. 11 Kilo wird sich auch lohnen. Jawohl, verkaufen wir auch direkt. 48. 5 Stück. Nein, noch keine Giebel. Noch nicht so viele. Aber einen F1. Nee, das machen wir nicht. 1,7. Der wird bestimmt gleich noch reingehen. Ja, und das mit der Schleie soll halt auch sehr gut funktionieren. Da muss ich gleich mal gucken. Vielleicht mache ich da die Tage nochmal ein extra Video zu. Genau, da hatte der Devilus auch schon geschrieben. Auf 59,51, 15 Meter weit, soll da auch die Schleie sehr gut gehen mit Kokossahne. Ja, da muss ich auf jeden Fall auch nochmal gleich hin, auch nochmal testen, wie das da so läuft. Und dann gehen da bestimmt auch noch ein paar Schleien rein, gerade im Café, dann lohnt sich das doch. So, und der Rest, na guck, der einfache F1, der ja tatsächlich sehr, sehr, sehr gut auch als Trophy zu fangen geht, immer wieder ganz gut dabei ist von den Gewichten. Also damit macht man richtig gut Cash, einfach nur auf simplen Köder. Nochmal 300 Silber obendrauf, schmeckt, kaching, verkauft und jetzt heißt es hier erstmal wieder zurück. Ich mache jetzt hier erstmal noch ein bisschen weiter auf groß sozusagen, ein bisschen weiter testen auf die großen Brocken und dann wie gesagt gleich weiter auf Schleie auch nochmal testen. Denn wenn da die Kwolsdorski-Schleie mit reingehen würde, wäre das natürlich auch nochmal ein richtig guter Spot. So viel dazu. Kurze Info zum Kupfersee. Ab an den Kupfersee. Entweder mit dem Tauwurm, ganz simpel, wenn man noch nicht so weit ist. Oder auch genauso die Teige verwenden. Hier einfach mal mit dem Honigteig reingehen oder so. Und schön auf Masse gehen. Und ansonsten natürlich mit Boilies und Co. wie immer. Petrio Limits, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, gefällt mir, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream, montags, mittwochs und freitags immer, RF4 komplett. Und die restlichen Tage auch RF4, auch immer ab 19 Uhr, live auf Twitch. Petri, bis zum nächsten Mal.